Heute sind wir in Aachen bei meinem Athletiktrainer Chris Mo und ich zeige euch mal, was er so mit uns anstellt im Training. Ich habe mich mal gedacht, du hast es gesagt schon gestern. Ich möchte für die Kamera direkt schon mal festhalten, dass einmal mit Profis zu arbeiten bedeutet, dass man natürlich auch die entsprechenden Klamotten dabei hat. Wie wir sehen, wir haben zwei Profis hier und einer, der noch Profi werden muss. For the victory lap, though. Da sollte ich fragen, warum haben wir keine Schuhe an? Nicht darum, weil wir sind keine Nike Air Invisibles, sondern wir trainieren damit ein bisschen die Füße schon am Aufwärmen. Also kleiner Tipp für die, die dazugucken. Ja. Auch mal ab und zu Schuhe ausziehen. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should suffer come, what for? Train in the trees, please pardon my sycamore. Das war nicht schon, ja. Ich kann mir das gut vorstellen, nichts nimmt da, du kannst aber nichts machen. Nichts. Und so, ja. Ja, warte. I know it's lonely yet to tell. But that's not by speculation. But the position that I got. Wie ihr merkt, der Mann versteht auch weiter keinen Spaß beim Training. Aber Gott sei Dank haben wir die Corona, so haben wir ein bisschen Abstand zueinander, weil ich weiß echt nicht, wo er noch hin will mit dem Training. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber mal abgesehen davon, dass er echt ein verdammt harter Trainer ist, ist er auch ein herausragender Trainer, mit dem es sehr, sehr viel Spaß macht zu trainieren. Und vor allem werden wir erfolgreich. Oder hat er andere beiden Trainer? Wow. Ich danke dir für diese Worte, aber du bist schon längst überfällig, du musst deinen nächsten Durchgang machen. Ich weiß gar nicht, warum ich rede. Den sportspezifischen Aspekt aus den Augen, sprich eben, wofür macht Felix Sturm das Training fürs Boxen? Da erkennt ihr vielleicht auch die ein oder andere Bewegungsmuster, die euch vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen, die euch dann beim Training weiterhelfen können. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare oder ihr findet mich auch auf Instagram
Chris-More-MPC. Könnt ihr auch mal Fragen stellen oder followern oder wie auch immer, was ihr machen wollt. Uns findet ihr bestimmt noch. Sonst, wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich denke, Verlinkungen irgendwie hier, da, dort, wo auch immer, wird schon stattfinden. So, das war's mit Training heute. Wir haben eine harte Woche hinter uns. Und ich glaube, wir haben uns einen kräftigen Burger verdient und den gönnen wir uns auch heute.